Jahre und herzlich willkommen zu einem weiteren Wildgänse-Video, heute wieder mit Red Wine Lava. Wir spielen ein Domination Mode Game, Herrschaft in der Map Splitter zusammen mit unserem Buddy Kustos. Er in der Fuso, wir in der T61. Es ist ein interessantes Spiel, kein High-Damage-Game, wieder einmal. Dafür ist unser Freigeist zuständig. Aber das ist hier dennoch ein überlegtes, grundsolides Zerstörerspiel. So gewinnt man Matches. Wir starten auf Bravo zusammen eben mit unserer Fuso und versuchen gleich mal von Anfang an dieses erste Cap zu holen. Uns gegenüber oder generell drei Zerstörer beim Gegner. Eine Gede, sehr gefährlich, quasi unser Gegenstück. Etwas schwächer als die T61, würde ich sagen, aber generell mehr oder weniger das gleiche Schiff. Dazu eine Icarus, wenn sie gut gespielt ist, und das ist in diesem Fall auch so, ein sehr unangenehmer Gegner. Und dann noch eine Akatsuki. Gut, habe ich jetzt weniger Angst in der T61. Wir sehen, wir sind hier nicht geortet. Das heißt, die Gede ist uns vermutlich nicht gegenüber. Muss aber nichts heißen. Icarus wäre auch schön, ehrlich gesagt, mit Perceptive, sozusagen dem neuen zusätzlichen Twist and Track, sieht man aber noch nicht ganz so häufig. Deshalb gehen wir davon aus, dass uns die Akatsuki gegenüber ist. Sollte dann an und für sich kein Problem für uns sein. Wir fahren hier schon ein bisschen in Richtung Charlie Cap, um dann möglichst schnell nach dort weiterzukommen. Richten aber natürlich in genau diesen Spalt aus, zumindest nachdem wir gesehen haben, dass dort die Gede ist. So, jetzt kommt hier die Devonshire, ein Schiff, mit dem man sich als Zerstörer nicht wirklich anlegen möchte. Und wir sehen am Indikator, sie kommt uns gefährlich nahe. Das war dann ein bisschen die Überlegung, naja, Cap um jeden Preis zu halten. Oder vielleicht doch sicherheitshalber wegzufahren. Ja, habe da etwas vielleicht zu lange gewartet, hätte da früher umdrehen können. Eben das Cap war in dem Fall schon von uns besetzt. Und kommen da jetzt wirklich in große Bedrängnis von der Devonshire. Also uns fehlen 200 Meter. Man muss sofort aufbrauchen. Das Schiff kann uns mit wenigen Salven eliminieren. Wir haben da jetzt zum Glück einen Torpedotreffer auf sie und nehmen sie weiter unter Beschuss, da wir wissen, unsere Fuso, also unser Kustos, ist wieder am Vernichten und ja, die holt er sich natürlich. Unser Cap ist gewonnen, Akatsuki ist offenbar nicht aufgetaucht. Wir haben jetzt eine gute Minute Rauch und die nutzen wir natürlich und ja, möchten die De Grasse ein bisschen ärgern. Ein sehr gutes Schiff, die De Grasse, aber nicht so begeistert davon, wenn sie Schaden einsteckt. Und da sehen wir schon, unsere Projektile, hauptsächlich Penetrations, kommen wirklich ganz gut dahin. Ja, und Kustos in der Fuso macht weiter, wo er aufgehört hat. Das nächste Schiff ist eliminiert. Somit ist der Weg für uns frei. Wir wissen, auf Bravo befindet sich eine Gede, die einfach nicht beschossen wird. Das ist eine Sache, die mich stört, eine Sache, die mich ärgert, eine Sache, die man ändern muss. Deshalb, ja, auf zur Gede. Hinter uns poppt genau in diesem Moment allerdings die Icarus auf. Wir lassen Bravo mehr oder weniger, also nicht nur mehr oder weniger, wir lassen Bravo definitiv unbewacht. Nachdem die Icarus jetzt kommt, werden wir das Cap verlieren. Zwar kurz die Überlegung, vielleicht zurückzufahren, um Bravo zu halten. Ja, ist eine Option. Wäre auch sehr gut, wenn wir jetzt so früh die Icarus ausschalten können. Natürlich super. Das Problem ist das Backup, das die Icarus hat. Zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer. Da werden wir wenig Chancen haben. Und da wird uns auch unser Kustos in dem Fall nicht raushauen können. Deshalb fahren wir weiter und jetzt schauen wir, dass wir endlich Charlie Cap holen.
Lassen hier ein paar Salven auf die Duke of York raus. Einfach um vielleicht ein Feuer zu haben oder ja, den einen oder anderen Treffer. Jetzt geht es weniger um den Schaden als einfach darum, sie ein bisschen zu ärgern. Vielleicht muss sie dadurch einmal nach links schauen, hat ihre Kanone nicht auf Gunlock und ja, braucht dann schon wieder ein paar Sekunden, um eben auszurichten. Da kommt jetzt endlich die Gede wieder in Sicht. Wir spielen so, wie man es spielen soll. In dem Moment, in dem man den Zerstörer sieht, wird darauf geschossen. Ich weiß nicht, wie gesagt, was unser Zerstörer das ganze Spiel über bisher gemacht hat. Ja, große Hilfe gegen die Gede war keine. Und das sind genau die Plays, mit denen man ein Cap verliert, mit denen man danach auch unter Umständen ein Spiel verliert. Also bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Zerstörer auszuschalten, tut das auch. Wir holen uns hier jetzt natürlich das Charlie Cap in der Zwischenzeit, wie befürchtet und erwartet. Bravo ist verloren. Zum Glück haben wir da wirklich ein bzw. zwei ausgezeichnete Schiffe auf Alpha, die das Cap sehr lange halten. Einer davon, werdet ihr sehen, schafft es sogar nicht nur das Cap zu halten oder zu contesten, sondern er wird es schaffen, das Cap letzten Endes zu gewinnen. Also wirklich eine ganz große Leistung. Während unsere drei Helden auf Charlie ja, die Unterstützung von Custos und mir benötigt haben. Ist natürlich schade, das Spiel wäre weit einfacher gegangen. So, Cap ist geholt und wir haben ein klares Ziel. Icarus. Die T61 mit ihrer Sonar-Rauch-Combo, ein absolutes Top-Schiff auf Tier 5. Ich würde sagen, eines der Schiffe, das man als Sheriff bezeichnen kann, im Kampf gegen andere Zerstörer, wenn wir unsere Tools, sprich Rauch und Sonar zur Verfügung haben, sicher ein ja, Alpha-Tier. Wir sind also mit Volldampf unterwegs und hoffen, möglichst schnell die Icarus zu sehen, damit wir sie ausschalten können. Die Icarus eine Gefahr für die Hood, eine Gefahr für unsere anderen Schlachtschiffe, eine Gefahr für die Caps. Das heißt, die Icarus muss eliminiert werden. Ja, hier sieht man noch ein paar schöne Salven von hinter uns auf die Bayern und sind jetzt dann in Kürze im Cap. Ich glaube nicht, dass die Icarus mit uns gerechnet hat. Twist and Track hat sie nicht, sonst wären wir geortet. Und ja, da ist sie und wir nehmen sie sofort im Beschuss. Sehr gut. Das Sonar der T61 hier mit 4 Kilometern. Wir versuchen möglichst nah ranzukommen, damit wir eben die Rauch-Sonar-Kombo zünden können. Sonar müssen wir etwas früher schalten, um möglichen Torpedos auszuweichen. Und da wir jetzt aber sehen, dass von der Nürnberg, die vom Gegner wirklich ein großartiges Spiel macht, bereits einige Salven auf uns gekommen sind. Und Nürnberg-Salven sind fatal für einen Zerstörer, müssen wir leider schon vorab den Rauch verwenden, können somit leider nicht die Combo richtig nutzen. Aber in dem Fall hatten wir tolles Backup von unseren Kollegen. Und ja, Icarus geht down. Somit bleiben nur noch ja, die Nürnberg und die Colorado. Wir haben zwei Caps bereits jetzt. In 30 Sekunden das dritte Cap. Die Partie ist gewonnen unter der Prämisse, dass niemand etwas Dummes macht. Es gibt die wahrscheinlichsten Spiele kann man verlieren. Versucht einfach bitte keinen kompletten Schwachsinn zu machen. Dann kann man das locker heimspielen und ja, noch ein paar XP verdienen. Wir warten jetzt kurz noch, genau 3 Sekunden vor Schluss, schießen erst jetzt. Dadurch sind wir natürlich aufgeklärt. Das heißt, auch wir können wieder beschossen werden. Wenn man jetzt etwas zu gierig ist und davor schießt, ist man aufgeklärt, ein guter Spieler wie die gegnerische Nürnberg beispielsweise, würde das mit Sicherheit sofort bestrafen. Und wir sehen, es dauert hier nicht lange, bis die Nürnberg auf uns auch schon wieder die nächsten Salven schießt. Also
Der Mann weiß wirklich, was er tut. Und da ist es besser, 3, 4 Sekunden länger zu warten, bis man nun tatsächlich das Cap hat, als einfach, ja, etwas geil zu sein auf weitere 800 Punkte Schaden, 1000 Schaden. Viel mehr ist eine Salve in der T61 auf ein Schlachtschiff nicht. So, jetzt sind wir in den letzten Zügen. Nürnberg ist zerstört, die Colorado ebenfalls gleich. Ja, haben auch wieder ein gutes, solides Spiel. Wir waren weit davon entfernt zu sterben. Wenn man als Zerstörer überlebt, in der Regel gewinnt man auch die Partie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald geht's wieder weiter mit uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend und derweil.